Hallo mein Rambas, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships, beziehungsweise heute mal wieder mit einem Replay. Ich habe ja gesagt, dass ich auch wieder auf jeden Fall Replays zeigen will und es gab jetzt doch ein, zwei Einsendungen. Zwar gefühlt gar nicht so viel, also ihr seid da noch verhalten, aber es muss ja nicht die Masse sein, sondern da langt ja die Qualität. Hier in dem Fall zeigt uns Admiral Akbar hier die Minikase und wir spulen einfach jetzt erstmal ein bisschen vor. Weil am Anfang passiert es noch nicht so viel. Und jetzt geht schon los, deswegen gehen wir jetzt schon in Spielgeschwindigkeit. Was natürlich der Fall ist, wir haben hier die Reichweite der Torpedos, jetzt sehen wir jetzt nicht, aber sind 7 Kilometer, 7,6. Das heißt, wenn die Cleveland so fährt, wie sie fährt, da kommt er dann auch schon dementsprechend dran. So. Und jetzt, aber da muss er aufpassen, weil er geht natürlich auch dementsprechend gleich auf. Hat hier den kleinen Fächer gewählt. Schickt hier alle sechs Aale auf die Reise. Und dreht jetzt hier direkt ab. Naja, die Insel kommt da zwar einigermaßen nah, aber das ist kein Problem. So. Die kommen sehr, sehr gut, muss man sagen. Oh, die kommen fantastisch. Die kommen wirklich toll. Die hat er sehr spät erst gesehen. Zwei treffen. Ja. Zwei haben da gut getroffen. Also da hat die Cleveland die wirklich erst sehr spät wahrgenommen, die Torpedos. 0 Sekunden. 0 Sekunden. Und der hat die Torpedos wieder ready. Und man sieht schon, die Cleveland, die konzentriert sich gerade sehr auf die Isokasse, die da bei sich ist. Hat hier auch 4 Ladungen Rauch. Also von dem her ist er hier auf jeden Fall gerüstet. Und jetzt hat er den auch noch weggemacht. Fantastisch. So schnell nimmt man den Cleveland raus. Das war ja schon einiges an Schaden und das in wirklich kurzer Zeit. Wenn man sowas sieht, da bekommt man doch Bock darauf, auch mal wieder einen Zerstörer zu spielen, oder nicht? Wenn es so leicht gehen würde immer. So, und jetzt bewegt er sich da in Richtung... Ja, ich glaube, auf die Ober will er gar nicht. Genau, die New York ist das viel schönere und spannendere Ziel, was er da hat. Weil die New York hat auch nicht so viel Möglichkeit, nach rechts umzudrehen oder zu wenden. Dementsprechend kann man die Bahn hier, die Fahrt schon sehr gut vorhersehen. Und da schickt er sie wieder auf die Reise. Und auch wieder ganz knapp daran, dass er eben nicht gespottet wird. Ja, man sieht schon, die New York bricht jetzt ganz stark nach rechts. Der fährt ja schon fast auf die Insel drauf. Aber es könnte auch sein, dass er nochmal gegenkorrigiert. Ah, ob die treffen, sehen wir ja gleich. Oh, die kommen doch gut, die kommen gut. Wahnsinn. 4 Hits. 4 Torpedotreffer. Ja, das tut mal richtig weh. Hat natürlich auch Wassereinbrüche zu vermelden. Hat er repariert. Beziehungsweise er heilt gerade gegen, so sieht es aus. Ja, jetzt heilt er auf jeden Fall. Aber den Wassereinbruch kann er scheinbar nicht reparieren, weil er heilt sich gegen, aber er hat nicht repariert, oder? 15.000... 15,8, ja, nee, jetzt scheint so, als ob er jetzt definitiv repariert wäre. Aber er hat schon wieder die Torpedos ready, also das heißt, da kommen die nächsten mal wieder auf ihn drauf. Das kann einem ja richtig leid tun, die New York. So, 8000 hat er noch. Aber hat er sich natürlich auch doof in die Insel gefahren. Die schauen von der Tendenz nicht so gut aus, aber er wird ja auch wahrscheinlich wieder irgendwann nach vorne fahren. Oh, 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 oh. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Nummer 1 und macht ihn direkt weg. Ja. Wahnsinn. Die
New York hat mal aber sowas von gelitten unter ihm. Alter Verwalter. Wir sehen oben lila schon den Schaden. 68.000. 8 Torpedotreffer hat er schon. Also, wie man so Jugendsprache sagen würde, läuft bei ihm. Da ist jetzt die Hauptarmada noch der Gegner. So, und auch da kommt jetzt gut in Reichweite der Torps. Königsberg fährt aber in seine Richtung. Da muss er aufpassen, dass er da jetzt nicht aufgeht. Und er ist offen. Man sieht so um die 6 Kilometer, dann geht er auf. Und gerade für so eine Königsberg ist eigentlich so ein Zerstörer schon ein schönes Ding. Aber die dreht schon ab und es kümmert sich gerade keiner um ihn. Deswegen, von dem her passt er schon. Na, da vielleicht jetzt auf die gegnerische Mine Kassel mal drauf. Weil da... Nee, er dreht bei, weil sein Schlachtschiff wird gerade von der Minenkase gejagt. Das ist natürlich fürs Schlachtschiff nicht so schön. So, und jetzt nochmal. Man muss natürlich dazu sagen, es ist mit der Minenkase nicht so leicht, wie es früher mal war. Weil früher einfach mal ganz entspannt aus 10 Kilometern und bei 7 Kilometer ging man auf. Oder bei 6. Und jetzt ist so, bei 6 Kilometer geht man auf. Und man hat nur 7 Kilometer Reichweite mit den Torps. Das ist nicht so easy. Aber hier ist er jetzt schon weit genug weg. Da der Torpfächer. Der war diesmal ein sehr weit geschlagener. Der kommt gut. Da könnte... Ja, einer trifft. Und nimmt ihn auch raus. Alter Verwalter. Der weiß, was er mit seinem Zerstörer da macht. Das sieht man schon. Das ist nicht das allererste Mal war, dass er diese Klasse spielt. Aber gefühlt hat er immer noch Hunger. Also ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ja, der hört jetzt auf. Nee, der gibt weiter Vollgas. Ja, die Cleveland, die steckt jetzt ein bisschen was ein. Aber auch wieder zwei wunderschöne Ziele für ihn eigentlich. Also gerade so große, dicke Pötte, die machen mit dem Zerstörer schon am meisten Spaß. Da ist er wieder offen. Muss natürlich auf den Zerstörer auch wieder hier aufpassen. Dreht auch dementsprechend schon ab. Hat auch einen Rauch aktiviert. Oh, da hat er den Hit. Steuerung war im Arsch, aber schnell repariert und weg. Problem gelöst. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Oh, die kommen auch wieder gut. Nebelwand gelegt. So. Jetzt. Ja, ich glaube, da müsste jetzt gleich der Einschlag geben. Ja, wieder ein Wahnsinn. Wieder zwei Hits. Wieder der Wassereinbruch. Wir sind aktuell bei fast 100.000 Schaden. Da die Nürnberg. Da hat er jetzt die Insel im Weg. Das ist nicht so einfach. Ist die Frage, schießt er trotzdem? Oder wartet er? Nee. Oh, jetzt wieder 6 Kilometer. Sie ist wieder dran, aber hat Gott sei Dank gerade die Insel zwischen sich und ihm. Aber ich habe so das Gefühl, die wird er nicht durch die Meerenge fahren.
sondern die dreht gerade wohl weg, die Nürnberg. Maschinenboost deaktiviert. Das wäre es ja auch, wenn der jetzt auch noch trifft. Aber zutrauen würde ich in der Runde ja mittlerweile alles. So, der eine Torp ist da im Wasser. Ah, leider, leider diesmal nicht. Ausnahmsweise, dass er mal einen Torpfächer nicht irgendwie ins Ziel bringt. Das ist ja schon eine Seltenheit bei ihm. Ja, muss er jetzt aufpassen, so ein bisschen mit dem Torpedos. Nicht, dass er da sein Teammate trifft, aber... Nee. Außerdem, zwei sind schon direkt hängen geblieben. Sieben Kilometer, aber wegfahrend, nicht so leicht. Da muss er eigentlich noch ein bisschen ran. Und jetzt capt er. Jetzt ist die Frage, wann kommen da die Gegner auf ihn zu? Ja. Jetzt kann er ein bisschen besser auf die New Mexico gehen, beziehungsweise er schießt auf die Nürnberg. Okay, ich hätte gedacht, er zielt auf die New Mexico. Und er trifft schon wieder einen. Wahnsinnig. Aber jetzt ist er offen. New Mexico macht ihn auf. Aber mittlerweile über 100.000 Schaden. Wow, der war knapp. Ja, wahnsinnig knapp. Und nochmal ein Hit. Und Großkaliber hat er. Unglaublich, unglaublich. Und da trifft er nochmal einen. Boah, nee, war der eng. Ah, da hat diesmal die New Mexico Glück bewiesen. Aber dass er hier die Jungs so unter Druck setzt mit dem Cap, unglaublich. Der eine Schlachtschiff, das da hinten am Kartenrand irgendwo ist. Warte, was ist denn das? Da ist die New York, das heißt in dem Fall die Fuso da hinten, die gar nicht irgendwo seinem Team gerade helfen kann. Es interessiert ihn aber nicht, weil er macht hier trotzdem den Job. Also man sieht schon, die Mine-Kase, die kann auch heutzutage noch deutlich für Spaß sorgen, auch wenn sie nicht mehr so OP ist wie noch vor Pre-Nerf-Phase. Da war sie einfach zu krass, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt mal wieder ein Hit, aber naja, wirklich schadet hat ihn der nicht. Ah, hier in dem Fall mal keiner der Torpedos getroffen. Muss er mir schon fast leid tun, dass er nur 111.000 Schaden bisher gemacht hat. So, jetzt sagt er an, dass das Feuer doch auf die New Mexico mal konzentriert werden soll. Seine New York-Fahrt, der ist schon sehr seitlich zum Gegner. Macht es da schon sehr leicht. So, und jetzt ist mal der weg. Da vorne kommt wieder die Nürnberg. Und ich glaube, die guckt er sich auch aus. Sieben Kilometer. So, jetzt ist hier auch noch das Schiff weg. Also, er muss hier unglaublich viel alleine machen. Jetzt wird auf die Nürnberg geschossen. Übrigens nicht wundern, wenn im Replay vielleicht nicht immer die Anzeige ist auf den Gegner, den er fokussiert. Die Replay-Funktion ist einfach nach wie vor noch ein bisschen broken. Deswegen ist sie auch noch nicht offiziell für alle sozusagen im Client, sondern man muss sie sich eben, wie ich es in einem Video damals gezeigt habe, manuell aktivieren. So, jetzt nimmt er mal wieder einen breiteren Fächer.
Sieht man ganz gut. Und der ist so breit, da dürfte bestimmt einer sitzen. Weil selbst wenn er jetzt mal einlenkt, selbst dann hat er da ein Problem, beziehungsweise der Gegner. Und er ist auch schon wieder aus der Distanz raus. Ui, nicht in Insel, nicht in Insel. Jetzt bleibt er kurz sogar stehen. Reduziertes Tempo. Wieder ein Treffer, Unterstützer. Und der zweite macht ihn weg. Wahnsinnig. Einfach wahnsinnig. Der legt hier eine Runde aufs Parkett, die wirklich ihresgleichen sucht. Top Class Work, Akbar, wird hier auch geschrieben. Weil das ist natürlich auch, wenn man sowas mal miterlebt, da bleibt man auch gerne im Gefecht und guckt sich das noch ein bisschen an. So, da die New York. Da ist er jetzt auch gleich dran. Lediglich die Frage, wo ist jetzt der Zerstörer? Und jetzt wird er hier vom Flugzeug aufgemacht. Wie doof ist das denn? Also nicht von ihm, sondern dass es das Flugzeug ist. Aber er cappt jetzt hier mal einfach den Punkt langsam durch. Schon wieder offen. Maschinenboost deaktiviert. Braucht jetzt hier auch die Flak nicht zu deaktivieren, weil wenn es über ihn kreist, kreist so oder so über ihn. So, jetzt ist leider der Cap ein bisschen unterbrochen worden. Aber da die Torps kriegt er natürlich gleich als guten Gruß aus der Küche. Auch die Treffen. Der Wassereinbruch ist nicht am Start. Okay, er repariert. Dieses Flugzeug ist natürlich jetzt für ihn unglaublich ärgerlich. Ja, ob der diesmal... Genau, so werde ich sie auch setzen. Und noch ein breiterer Fächer. Der gegnerische Zerstörer ist mittlerweile, wie man sieht, auf B am Cappen. Also der hat auch keinen Bock mehr hier gegen den zu spielen scheinbar. So, Reload ist auch gleich wieder durch von den Torpedos. Was passiert da hinten? Ne, der ist nicht ins Ziel gekommen. Und noch eine Salve. Aber es schaut gut aus. Die Torpedos schauen wir uns noch an. Und dann muss ich leider mal wieder beenden, weil es ist ja bekannt, dass die Replays leider nicht so beenden, dass ich euch immer das Ende zeigen kann, weil sonst ist das Spiel einfach zu Ende und dann war es das nämlich auch schon. Da war es aber keiner drin. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. In dem Fall, beziehungsweise schauen wir noch, ja, sie cappen es durch, man sieht es ja ganz unten ganz gut. Das wird nichts mehr für den Gegner. Also wird es ein Cap-Sieg, den er da hier erreicht hat. Kurz vor Ende Auslauf der Spielzeit auch, also sehr knappe Geschichte. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, schickt mir eure Replays. Bis bald, euer Alcaramba.